Wir können... Ich würde sagen, ich mache einfach Continue, weil das letzte Mal war ich gerade am Anfang von einem Run. Also ganz am Anfang von einem Run. Hier. Der Anfang sieht, glaube ich, auch jedes Mal ein bisschen anders aus. Und da, weil ich habe einen Run gemacht, der 15 Minuten ging, dann bin ich gestorben und dann bin ich wieder hier gespawnt. Und selbst der Spawnpunkt sieht immer ein bisschen anders aus. Hier ist unser Charakter. Ich muss jetzt noch erstmal mit Controller die Steuerung rausfinden ein bisschen. Das ist die Rolle. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe nur, dass ich jetzt wegen Controller nicht noch schneller sterben werde. Gucken wir mal. Aber ja, der Style von dem Ding und so gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, eine Karotte! Brauche ich nicht. Achso. Ich hoffe, die despawnt nicht irgendwann wieder. Beste Taktik ist erstmal einfach alles vernichten. Und ja, es ist wie gesagt ein Roguelike. Das heißt, man fängt immer wieder am Anfang an. Wenn man bestimmte Upgrades und so weiter kann man freischalten und die bleiben dann freigeschaltet. Und ja, ich gucke jetzt erstmal, bis ich hoffentlich möglichst bald beim ersten Upgrade ankomme, damit ihr auch seht, wie das so ungefähr läuft. Und wie gesagt, es ist in der Early Access. Die Developer, also ich hatte Interesse daran. Und da habe ich mal gefragt, ob ich vielleicht einen Key dafür bekommen könnte, dürfte. Und sie haben gesagt, jawohl! Und während den Runs kann man auch so Teleporter anlocken. Womit dann man innerhalb von einem Run schneller durch die Levels sich porten kann und sowas. Blocks Attacks, shakes out any loose gold from... Ach? Schüttelt Gold aus den Zähnen deiner Feinde. Lul. Dann nehme ich aber den Bogen raus. Oh Mann. Oh Gott. Killt sie alle. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Dieser Typ, der die... Oh Gott. So viel zu dem Thema. Nur ein bisschen aufpassen. Uff. Eisgranate und sowas. Ja. Ich glaube, ich bin beim ersten Mal ins zweite Level reingekommen und da haben die mich gewone-hittet und dann war ich einfach tot. Ich mag eigentlich keine Rogue-Spiele, aber bei Dead Cells macht das Kampfsystem echt Spaß. Ja, finde ich auch. Da kriegt man jetzt immer mehr Kombinationen, die man benutzen kann. So, und ich glaube, genau hier kann man rubbeln. Aber ich glaube, man muss auch erstmal freischalten, damit es irgendetwas tatsächlich macht. Weil in jedem Run gibt es so Gegenstände, genauso wie das hier. Kitzeln, Tickel. Ich glaube, man muss freischalten, dass man die Dinger benutzen kann. Und dann kann man in den nächsten Runs direkt weiter damit machen. Ich kann diesen Pixel-Look langsam nicht mehr sehen. Findest du? Ich finde, die Phase, in denen sehr viele Pixel-Games rausgekommen sind, ist schon ein bisschen länger her. Also es gab ja so 2-3 Jahre, ich würde so sagen 2012 bis 2015, wo wirklich, ja vielleicht 2013 bis 2016, wo Nonstop Pixel Games rausgekommen sind, aber das ist eigentlich ein bisschen zurückgegangen, hatte ich so das Gefühl. Aber ich weiß, was du meinst, ich hatte auch die Schnauze voll, aber bei Dead Cells gefällt mir, und hier kann man es jetzt ganz gut sehen, so kannst du in die anderen anders teleportieren. Aber ich finde, bei Dead Cells ist der Pixel-Look so besonders und hübsch gelungen, dass ich nichts dagegen habe. Oh, was ist das? Flashbang. Lull. Oh, nice. Jetzt habe ich eine Eisgranate und eine Blendgranate. Dieselchen macht Weinverkostung. Oh. Oh. Du hast den Key geschenkt bekommen. Ja. Oh Gott! Oh Gott!
Ich sollte anfangen, mehr B, weil mit B kann man rollen. Und Scroll of Power. Genau, jetzt konnte ich mich entscheiden, was ich eher haben will. Health, Strength oder Skills. Ich mach mal mehr Stärke. Oh, vor allem neue Waffe. Oh Gott! Ich hatte gehofft, die Eisgranate. Malachit. Oh! Kurz. Oh, nice. 250. Gott, oh Gott! Oh, uff! Roll dich! Eisgranate! Fucking. Ach, stimmt, ich hatte noch einen Heiltrank. Jetzt hat sich umgedreht. Oh, warte, und es gibt auch Secrets. Seht ihr diese Rune auf dem Boden? Stimmt. Secret Area found. Letztes Mal habe ich auf die Fresse da bekommen. Challenge, ja. Komm hier durch, ohne einmal getroffen zu werden. Nein, danke. Das letzte Mal habe ich fast mein gesamtes Leben verloren. Als ich so in so eine Challenge-Area reingekommen bin. Das war nicht so nice. 225 Euro pro Liter. Holy shit. Redet ihr von der Weinverkostung? Der Stream lag. Keine Ahnung. Es ist nur bei dir. Okay, alles klar. Mir fällt gerade auf, dass es bei Thimbleweed Park nichts ausgemacht hat. Aber das war irgendwie auch was anderes. Ja. Ich gehe immer noch das Vorurteil mit mir rum. Ja, kann ich verstehen. Pixel-Look wurde von einigen Game-Herstellern und so echt benutzt, als Ausrede, einfach aussehende Spiele zu machen. Oh, da ist der Händler. Jetzt gucken wir gleich mal, was wir hier... Oh, was haben wir hier? 1000 Gold. 1000 Gold für eine Verstärkungsrolle ausgeben? Ich nehme das Gold erstmal mit zum Händler oben. Weil da können wir Sachen, glaube ich, dauerhaft freischalten. Alles steht zum Verkauf. Achso, nee. Ich glaube, das waren keine dauerhaften Freischaltungen. Weil es gibt mehrere verschiedene Arten von Händlern. Sondern das waren nur für diesen Run Sachen, die du Frostblast und so. Ich's Amulett. Das könnte geil werden. 10% reduzierten Schaden, ganz allgemein. Okay. Ach, uff! Ich finde die Musik auch sehr gut. Ey, wenn das Game fertig ist, das könnte das erste Roguelike sein, wo ich auch wirklich Interesse dran habe, weil es mir einfach so gut vom Stil her gefällt. Oh, das ist jetzt das zweite Level, glaube ich. Die Promenade der Verdammten. Ja, das war der zweite. Ich glaube, immer am Ende von dem Level ist ein Typ, wo du Ausrüstung kaufen kannst und am Anfang vom nächsten Level. Ja, weil rechts oben kann man sehen, man sammelt immer so Zellen, Energiezellen. Und diese Energiezellen kannst du hier investieren, um... Das sind die dauerhaften Upgrades. Damit kannst du Waffen stärker machen und so weiter. Ich habe bisher noch keine einzige Waffe gefunden. Nee, das gibt's gar nicht. So. Einen Heiltrank habe ich schon freigeschaltet. Vielleicht könnte ich noch Heiltrank schon mal an Heiltrank 2 arbeiten. Oder wenn ich sterbe, dass ich mehr Gold wieder zurück rausbekomme. Gott, ich habe nur 10 Zellen gehabt. Das letzte Mal hatte ich 30 Zellen oder so an der Stelle. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Ach genau. Ich werde meinen Heiltrank aufladen. Coole Animation. Hatte ich bisher noch nicht gesehen. Weil bei meinem ersten Run hatte ich noch keinen Heiltrank. Deswegen. Hallo Hera! So kann Käse auch raiden! Ragen! Raiden kann ich. Ich glaube, ich kann jetzt was. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich auch in die anderen Level rein... Sie ist einfach so hübsch, ey.
Oh. Das? Ah. Das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Hier habe ich so aus dem Level. Oh. Habe ich allgemein noch so gut wie gar nichts gesehen. Oh, Eisgranate Rang 2. Aber alles zu teuer. Ein geheimer Händler oder so. Black Market! Mittelalter-Gothic-Fan war heute auf dem mittelalterlichen Gaudium. Oh Gott! 9! Wow! Ich muss dran denken, öfter meine Eisgranate einzusetzen. Guck so, dann ist er gelähmt und dann kann ich hier Party machen und den einfach weghauen. Guck, oder so, 3 Sekunden lang leben. Das ist eigentlich meine Lebensversicherung, aber ich denke nicht so oft dran. Oh Gott, den kenne ich noch nicht. Wer ist das? Oh Gott. Uff. Oh Gott. Lähm ihn. Lieber schnell lähmen. Hat geschmerzt. Ich hoffe eigentlich. Kann ich hier. Ah, hier kann ich auch runter. Manchmal sind die Teleporter. Ah, noch eine Level-Up-Rolle. Manchmal sind die Teleporter echt nah beieinander so. Wahrscheinlich einmal, weil es halt in der. Hier geht's im nächsten Gegnerbereich und. Was ist denn das? Oh, ich sehe schon. Okay. Ah! Ich hätte so gerne eine bessere Waffe, by the way. Hillis, weg! Hier war noch ein Geheimraum. Warte, hier. Nutz es! Ich hätte gerne eine Secret Area einfach nur mit einem Schatz. Töte alle Enemies und mach es hier durch, ohne getroffen zu werden. Ja. Ich kann mich selbst noch nicht so. Oh Gott, da ist er wieder! Ha! Uff, uff! Oh, yes. Was ist das? Phaser. Oh, Blueprint. Nice. Das kann ich dann in den nächsten Runs herstellen, glaube ich. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Elite. Oh Gott. Muss ich gegen den Elite kämpfen? Der sieht so. Der sieht hier so. Der sieht aus, als ob er da auch einfach nur chillaxen würde. Vielleicht ist er so zugewachsen, weil man selber entscheiden kann, ob man gegen den Elite kämpfen möchte oder nicht. Soll ich mal probieren? Werf doch die andere Granate! Ah! Oh Gott! Ach, der kann andere beschwören! Fuck! Oh Gott! Tot. Zack, 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 zack. Ich frage mich, ob ich diese Cells, die ich da einsammle, diese 8 Stück, ob ich die auch irgendwo aufbewahren kann. Und ich bin irgendwie einfach nur so ein kleines, schlammiges Häufchen, wenn ich respawne. In meinem ersten Run hatte ich gleich am Anfang die Doppeldolche bekommen. Und diesmal habe ich nur die Starterwache gehabt. Damn it! Der Trick ist, werde einfach nicht getroffen. Ja, ich habe versucht, ich habe noch nicht so viel mit der Rolle ausprobiert, aber die Rolle funktioniert halt wie in den meisten anderen Games auch die Rolle oder in Dark Souls. Du hast halt Iframes, während du am Rollen bist und dann kannst du dich durch Attacks durchrollen. Aber ja, momentan ist es eher noch so ein panisches Rollen und gleichzeitig zuhauen, in der Hoffnung, dass ich genug ausweiche. Ups. Ups. Ja, 25% kriege ich vom Gold zurück. Und es gab einen Skill, den ich gesehen habe, den konnte man skillen, um 35% zurückzuerhalten. Und ich glaube, dann geht es auch nochmal höher. Habe ich da nicht so genau gesehen. Alles klar, Layla. Rest in cheese. Alles klar, Reptil, mach's gut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. This is a strange place.
Das wird sehr hübsch aussehen, wenn es fertig ist. Sind das meine Upgrades, die ich schon freigeschaltet habe? Das ist deine. Du machst das hier, oder? Ah, ja. Natürlich arbeitest du daran. Wie der ganze Rest auch. What? Der hat mich auch ganz am Anfang mal begrüßt. Echt ist hier. Kann ich... Ich glaube, es sind einfach die Upgrades, ne? Ich habe einen Trank freigeschaltet. Das sind diese... Das Upgrade... Ich habe die Doppeldolche schön geupgradet, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Kann ich eigentlich ein Schild auch nehmen? Oh Gott. Nee, okay. Entweder das oder das. Oh, der ist auch neu. Den kann ich. Ich weiß, was du getan hast. Moi? Ja, ich kenne all deine kleinen Geheimnisse. Und ich schreibe sie alle auf in meinem kleinen Büchlein. Das ist mein Job. Ich habe gesehen, du hast Viecher gekillt. Ding. Ah, Statistiken coming soon. Okay. Siehst du mal, diesen Raum kannte ich noch gar nicht. Also der Raum wird echt nice aussehen, wenn die ganzen Upgrades da drin hängen. Ich muss gerade irgendwie an das Spiel denken, wo der Chat bestimmt hat, was für Gegner kommen, welche Waffenstone hat und so weiter. Wie hieß das nochmal? Gibt's da inzwischen was Neues? Ja, es, also, was du meinst, ist Choice Chamber, was wir auf dem Channel gespielt haben. Zu Choice Chamber, glaube ich, gibt's... Oh, hier ist auch ein Geheimnis. Hallo? Ja, warte, hier ist doch eine Rune. Wieso kann ich die Rune nicht aktivieren? Seht ihr das da auf dem Boden? Ach, ich kann das hauen. 500 Goldmünzen, let's go. Oh Gott. Oh Gott, no, no. Ah. Hab mich durchgerollt. Zum ersten Mal mit Rollen was ausgewichen. Und es ist mit den Hits, habe ich gesehen, so ähnlich wie Bloodborne. Also, wenn man Leben verliert, kann man mit Schlägen sein Leben wieder aufheilen, wenn man direkt danach die Schläge bringt. Aber ja, es war Choice Chamber, was wir gespielt haben. Zu Choice Chamber gab es nichts Neues. Ah, so eine Tür hatte ich auch noch nicht gehabt. Zu Choice Chamber gab es nichts Neues, aber es gab einige andere Games, die mittlerweile rausgekommen sind. Oh, Granate. Einfache Granate. Okay. Für extra Schaden. Okay. Es gab andere Games, die auch den Chat mit in Betracht ziehen, weil ich muss sagen, die eine Abschluss, also nicht Abschlussarbeit, aber die eine Arbeit, die ich derzeit am Schreiben bin für die Uni, dort schreibe ich genau über Twitch-Interaktions-Games. Goddammit, ich sollte aufhören, so tief runterzufallen. Tu mir nur selbst weh. Da hatte ich noch ein paar Interaktions-Games rausgesucht. Hier schon der Händler. What? Oh, da sind die Doppeldolche. Und ich habe keine Kohle. Dammit. Wie viel habe ich? 1000? Oh, ich brauche aber nicht mehr viel. Vielleicht können wir da irgendwie nochmal einen Geheimgang oder eine Rune finden oder so. Oh, vielleicht ein bisschen Kohle. Kunai. Ja, die auch noch nicht. Rowing Knife. Bleeding, 22 Damage für 2 Seconds. Warte, ich will eigentlich gucken, kann ich irgendwie gucken, wie gut mein Bogen derzeit ist? 64 Damage und kann sonst nichts. Okay. 16 Damage. Aber lässt es das Ziel noch bluten. Okay. Ich tausche das mal auch aus mit dem Bogen. Und ich habe mehr Schüsse damit. Müssen wir mal testen. Die Blutungskunais. Dead Cells kam mit einem ähnlichen Konzept wie Choice Chamber. Stelle ich mir verdammt gut vor. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wer weiß, die sind noch in Early Access. Und für Early Access? Ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich war persönlich immer jemand, der nicht besonders, wegen dem Stil, nicht besonders Binding of Isaac gemocht hat. Und ich weiß, viele Leute haben gesagt, oh, Binding of Isaac ist so ein gutes Spiel, so gut gemacht und so gut gebalanced meistens. Und du kannst so viele unterschiedliche Spiele da rausbekommen und so. Granate! Oh, nice. Aber Binding of Isaac hat nie so geklickt bei mir irgendwie. Ich hab irgendwie... Es hat mir einfach nicht... Es hat mir einfach nicht gefallen.
Wow! Holy shit, was war das für ein Angriff? Warte. Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Ah! Also das heißt, wenn ich an der Klette, an der Kette, kann ich auch so? Ah, wenn ich in der Luft bin, A und nach unten, dann kann ich so einen Sturmangriff nach unten machen. Ne? Kann ich das auch von einer nicht so großen Höhe machen? Ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert, was ich da gekillt habe, aber das scheint möglich zu sein. Oh, da ist eine Peitsche oder sowas. Nee, ich will gerade für die besseren Dolche ein bisschen Geld sparen. Wie viel kosten die? 1600 irgendwas. Es war 1600 irgendwas. Ich gehe gleich nochmal zurück. Schreibst du da eher über die technische Seite oder über das Konzept des Zusammen-mit-Einbindens? Über das Konzept, Aelios. Das ist, ich schreibe nicht für Informatik, sondern für... Oh Gott! Ich schreibe für die Medienwissenschaft. Nimm es mit! Plus 1 Health. Upgrade. Zack. Oh Gott, falsche Taste. Oh, da sind ziemlich viele. Ich will eigentlich den Roten zuerst killen. Oh, ich habe genug Kohle. Oh, endlich das Schrottschwert verkaufen. Aber Stone Peitsche, Castlevania. Ja, ich habe schon auf Screenshots gesehen und so. Es gibt auch Blitzpeitschen und sowas. Die sehen richtig krass aus. Aber die habe ich bisher noch nicht freigeschaltet. So. Oh, hier ist noch eine rote Peitsche. Ach nee, das ist ein Amulett. Nee, warte, ich brauche jetzt erstmal eine gescheite Waffe. Guck mal. Mein jetziges macht 120 Schaden und die Dinger werden dann 172, in Klammern 254 Schaden machen? So, gut. Warte, die haben irgendeine neue Special-Fähigkeit. Ach, wenn ich zuhaue, werfen die gleichzeitig noch eine Granate. Das sind so diese random Modifiers, glaube ich. Kriegst du immer mal wieder was anderes. Hallo, Altolie. Okay. Das schien ganz gut geklappt zu haben. Das kann man so lassen! Gott! Ich habe ehrlich gesagt das erste Binding of Isaac vom Stil her viel mehr gemacht als den zweiten Teil, aber zum selber spielen wäre ich wahrscheinlich zu unfähig gewesen, ja. Ich habe den ersten und den zweiten Teil nicht besonders gemocht. Aber es lag, glaube ich, auch an der Thematik so, ja. Also nicht nur... Oh, Baby, jetzt geht's los hier! Gerüstet! Gerüstet. Ich habe es gehandgelenkt. Oh, oh, oh. Yes. Oh. Ich habe bestimmt schon ein paar übersehen. Da war wieder so ein Ding in der Wand. Soll ich gucken, ob ich noch was kaufen kann? Wir haben wieder 1600 Goldmünzen, bevor ich die verschwende und gar nicht verbrauche. Hier waren noch einige Secret-Räume. Das Schild will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Warte kurz. So lasse mich schauen. Hier, Frostblast könnte ich benutzen. Oh Gott. Ach nee, das ist ein Hauptangriffskill. Ich dachte, das kann ich als Nebenangriffsding machen. Bärenfalle. Warte, gab es da nicht noch mehr was? Nee, ist ein Teleporter. Okay. Ach so, ich könnte auch allgemein die Teleporter ein bisschen mehr benutzen. Hm. Nee, okay. Da war noch die Peitsche, aber das war auch eine Hauptangriffswaffe. Die wollte ich ja nicht haben. Ich soll dich zurückgrüßen. Nice. Schöne Grüße an alle, die gerade so existieren. Oh, da ist ein Schild. Einfach so ein gratis Schild. Warte, ein Schild macht auch Schaden? Interessant. Ich glaube, ich behalte lieber die Fernkampfwaffe. Ist mir, glaube ich, ein bisschen lieber. Auch wenn die Fernkampfwaffe nicht so viel Schaden macht, ehrlich gesagt, aber... Man kann es ja versuchen. Hallo, Sakron.
So. Ach nee, guck mal, dieses Mal habe ich auch nur 10 bekommen. Vielleicht war das auch nur Einbildung, dass ich das letzte Mal so viel bekommen habe. Gut, und die Upgrades bringen mir auch nicht so viel. Ich sehe hier plus 5% Schaden. Das ist jetzt... Wahrscheinlich bringt mir das dann mehr, wenn ich... Wenn ich deutlich mehr dann... ne? Wie heißt's? Das wird mir mehr bringen, wenn ich die Kunais auf einem höheren Level finde. Ich brauche das nicht. Doch, du brauchst das! Fuck! Falsche Taste. Hast du schon mal überlegt, Black Desert zu holen? Ja. Ich hab... Black Desert fand ich eigentlich ganz interessant, als es rausgekommen ist. Von dem her, wie es aussah. Aber es... Oh, hier sind ziemlich viele Stacheln. Warum sieht es dieser Bereich diesmal so viel unfreundlicher aus? Im Vergleich zum letzten Mal. Oh Gott. Das ist nicht nett. Black Desert sah optisch super aus. Hat mir echt gut gefallen und alles. Und die weiblichen Charaktere, die man da erstellen konnte, ne, ist klar. aber ich habe dann gesehen, vom Gameplay her schien es relativ Standard-MMO-Kost zu sein. Deswegen hatte ich es dann auch nicht ausprobiert. Aber ich hatte es mal vorgehabt ausprobiert. 4 Minute Shunhain Keishisha Face der SCHN Keishig YST Stein Hype No Hofen Trix Tint meine Anzeige. Hoffentlich kommt meine Anzeige hier. Natürlich, Phoenix, kommt deine Anzeige hier, mein Freund. Vielen Dank für den Resub. Ich muss mich hier irgendwann einen Soundeffekt oder einen kleinen Song zurechtlegen oder so, der im Hintergrund spielt, ne? Schalleffekt macht schon jeder. Vielleicht finde ich noch einen anderen Effekt. Vielleicht kann man auch hier so ganz freundlich. Herzlich willkommen, mein Freund, oder nicht herzlich willkommen, sondern dieses Mal wohl eher. Vielen Dank für den Resub und für 4 Monate und ja. Special Effects, so. Nee, aber danke für... Warte. Genau, passt. Danke für deinen Resub, mein Freund. 4 Monate schon. Bediene dich am Käse. Du weißt ja, wo was zu finden ist. In welcher Ecke das ist, weiß ich sehr zu schätzen. Bitte schenkt ihm ein bisschen Käse im Chat, meine Freunde. Bitte gebt ihm ein bisschen was, stattet ihn aus. Phoenix ist auch ein guter Mann. Guter Mann! 4 Monate stimmt anscheinend. Hm? Wenn man den ganzen Tag frei hätte, könnte das doch fast jeder. Erst wenn du immer in den 4 Stunden unterbringst, die für Schlaf anstatt Studium reserviert sind, macht das so richtig Laune. Was macht richtig Laune? Was ist Black Desert? MMO. Black Desert ist ein MMO. Was? Hallo? Achso, warte, das. Oh, das war Glück. Oh Gott, nein, das war kein Glück. Raus! Oh! So, jetzt das Stärke-Upgrade grabben. Aber ja, vielleicht werde ich Black Desert irgendwann mal ausprobieren. Dem Ding nochmal eine richtige Chance geben. Oh Gott. In die Bombe rein! Alles geplant, natürlich. Komm, hochteleportiert. Ich weiß, du kannst es nicht lassen. Ich habe eigentlich noch eine Granate abgeworfen. Die hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Die können auch irgendeinen Ansturm machen oder so, ne? Ich würde ja eigentlich sagen, oh, dieser Run, die Art der Ausrüstung, die ich habe, die gefällt mir jetzt. Oh, warte, da ist ein Secret. Gott, sind die versteckt. Oh, gratis Heal. Gut. I take it. Die droppen nur echt selten Geld, habe ich schon gemerkt. Oder ich habe irgendwas verpasst und nicht die Monster, sondern irgendwelche Kisten droppen Geld. Vielleicht habe ich das bisher übersehen. Oh Gott, warte. Nee, hier liegen auch ein paar Kisten, aber die kann ich nicht erreichen. Black Desert ist ein MMO mit einem recht aktiven Kampfsystem und eigenen Häusern und so Zeug mit ohne monatlichen Dings da. Ja, genau. Black Desert hat mich genauso neugierig gemacht wie damals. Es fängt mit V an. Das war eines der ersten MMOs, die ein aktives Kampfsystem hatten. Also ohne 1, 2, 3 klicken und so weiter die ganze Zeit, sondern hauptsächlich mit direkten Angriffen, mit gescheiten Hitboxes und so weiter. Vanguard? Nee.
Vin Diesel. Nein. Irgendwas mit V. V-I... Ufi... Vanquish, Vanguard... Irgendwie sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Mit der Anzeige meinte ich, ob die 4 Monate stimmen. Bei manchen anderen Streamern hat es entweder einen zu viel oder einen zu wenig angegeben. Ja, die allgemein, die Sub-Anzeige ist ziemlich im Sack. Bei den meisten Leuten. Also wenn da irgendwas nicht richtig angezeigt wird, dann... scheint derzeit generell nicht so zu stimmen. Hallo Physical. Ich hatte Niffer vorgeschlagen, doch eine Mod zu machen, wenn er Dead Cells gerne mit Community-Abstimmung sehen würde. Ah. Aus mir unbekannten Gründen wollte er das nicht. Warum nicht? Das war doch so eine gute Idee. Oh Gott, warum geht das hier? Oh Gott, das ist ziemlich... Warte. Es geht ziemlich... Oh yes, große Truhe! Was gibt's hier? Aber Wurfmesser Rang 3. Siehst du? Wir mal gucken, was der Unterschied ist vom Schaden her. 33 Schaden? Achso, ich hatte schon Rang 2. 35 Schaden. bisschen mehr Bleed-Schaden. Ja, okay. Na gut. Ich hatte ehrlich gesagt mir erhofft, dass ich hier einen Blueprint oder sowas bekomme, damit ich was Neues zum Craften freischalte. Oh, oh. Wo will ich lang gehen? Zuerst unten rum? Oh Gott, Penneralarm! alles klar. Oh, warte, da ist ein Level up. Oh Gott. Wenn ich sofort auf ihn einhaue, geht's noch. Gib mir mehr Stärke. Okay. Ich hoffe, ich mach das hier richtig. Was ist das hier? Oh, diese Tür wurde versiegelt vor 12 Minuten. Deswegen, guck mal hier, da. Deswegen, ich dachte schon, ja, die Zeitanzeige. Die Zeitanzeige da drüben hier, die ist einfach nur so zum Spaß, damit du dich messen kannst online mit den Leuten und so. Es gibt Türen, die auch zeitbasiert zugehen. Interessant, okay. Das heißt, ich hätte nach 3 Minuten schon hier ankommen sollen. Vergiss es. Da muss ich ja fliegen. Vindictus, genau. Sagron. Vindictus, das habe ich gemeint. Siehst du, ihr wisst, irgendwas mit VI, irgendwie so, wusste ich noch. Vindictus, genau. Das war eines der ersten Games, die ich kannte. Die ein Action-Kampfsystem hatten. Oh, 600er Crit, Baby. Elite-Grenadier, wo? Ach, da oben. Ah, wow, okay, Bro. Alter, willst du mir auf die Eier gehen? Oh, 600er Crit, Baby. Nice. Oh, ein Amulett. Oh, nice. Ich hatte noch keins. Schaden reduziert um 10% und 3-mal in der Luft springen können. Yes! Nice. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Siehst du mal. Diese Elite, glaube ich, lohnen sich immer ganz gut. Ist das eine Rückkopplung, was ich da höre? Sollte nicht, Markon. Hallo. Aber ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meinem Sound. Aber eine Rückkopplung sollte man eigentlich gar nicht hören können. Also. Deswegen. Warte. Kann ich diese Kisten zerschlagen? Nee, okay. Ich kann leider nirgendwo anders hin. Hier war ich jetzt noch nie. Und ich komme auch gar nicht mehr raus. Warte, ist das auch ein Secret? Nee. Das ist nur eine Pflanze an der Wand. Was heißt, hier wollte ich nicht? Ich habe schon die ersten paar Versionen draußen. Meine Dissertation verschiebt sich dadurch zwar um 10 Meter, aber man hat ja nicht das ganze Studium Zeit für sowas. Ich sollte mal langsam einen Doktortitel hinmachen. Ja, Niffa, let's go. Hallo? Haust du rein? Oh, was ist das? Oh, Jesus, ich weiß nicht. Oh Gott, es ist eine Elite rausgekommen. Oh Gott.
Was ist das? Diese Rune. Oh! Nice! Ich kann jetzt permanent die Ranken hochklettern. Ah, das heißt, die roten Steine haben zwar schwierige Bosse. Gut, meine Waffe ist jetzt halt sehr nice. Das ist ja nice. Oh, warte kurz. Lass gleich mal hier testen. Oh, nice. Das heißt, jetzt bei den nächsten Runs kann ich auch in den ersten Leveln schön hier die Vines hochklettern. Oh Gott! Platzt mir gerade ein bisschen zu viel. Ich habe wieder so viele Kugeln. Ich hoffe, ich kann in Zwischenzeit irgendwie... Oh, Flashbang, ne? Kann ich wieder diese Kackviecher ein bisschen lähmen. Ey, was für einen riesigen Bereich ich hier oben freigeschaltet habe, nur weil ich ein paar Schritte zurückgegangen bin. Okay, warte kurz. Ich will nochmal kurz oben gucken gehen. Ich muss sagen, die Flashbang... Oh, ich stimmt, ich habe einen Triple Jump mittlerweile. Nice! Und wenn Minuten die neuen Meter sind, ja, Mann. Wir sind hier immer auf den neuesten Trends. Ne? Es möchte gern ein Castlevania sein. Ey! Wenn es gut gemacht ist, habe ich absolut nichts dagegen. Heutzutage ist es ja gar nicht mehr möglich, ein Spiel zu machen, was nicht absichtlich oder... Au! Was nicht absichtlich oder unabsichtlich von irgendwo inspiriert wurde, deswegen. Ach so, hier war sonst nichts anderes. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwie so eine Stelle zum Hochklettern oder sowas übersehen. Okay, alles klar. Alles klar. Aber ja, ich habe Castlevania nie gespielt. Deswegen ist für mich das alles neu. Also, was heißt neu? Du kennst es natürlich aus anderen Games, dass du Sachen freischalten kannst. Um bestimmte Sachen dann betretbar zu machen im Laufe des Games. Das ist ja keine neue Erfindung. Sind das viele hier? Go one hit it, let's go! Hat er sich gerade eben selbst gekillt an den Stacheln? Sieht so aus. So. Gibt's hier noch irgendetwas anderes? Glaube nicht. Okay. Ich sehe gerade, es gab ein neues Update für War Thunder. Oh. War War Thunder das mit den Flugzeugen oder das mit den Schiffen? Oder das mit den Panzern? Alles klar, Sargon, viel Spaß. Mountain Blade wurde mir schon oft vorgeschlagen, aber es sah bisher nie so wirklich nach der Art von Spiel aus, auf die ich Lust hätte, ehrlich. Oh Gott, da komme ich nicht mehr hoch, oder? Mag kein Platforming. Aber mit einem Triple Jump kommen wir vielleicht ganz gut dahin. Stellaris habe ich letztens auch einen Key bekommen. Ich habe gesehen, das ist irgendwas mit Space. Oh, oh, hier ist ein Laden. Ist das gut, Stellaris? Oh. Sorry. Electric. Warte, ich benutze die Kunais nie. Soll ich die Eisgranate? Ich habe jetzt eine Flashbang zum... Ich würde gerne, glaube ich, die Electric Whip statt dem Throwing Knife holen. Oh yeah! Können wir ein bisschen auf Distanz gehen? Okay. So auf mittelmäßige Distanz. Danke, Wurst! Danke, Niffer! EVE Online ist eher Richtung Flugsimulator. Du fliegst ein neues Raumschiff und das war's. Oh, echt? Stellaris ist quasi ein Strategiespiel im Weltraum. Ja, ich glaube, ich habe Film an Stellaris spielen sehen. Und Stay hat auch Stellaris mal gespielt, glaube ich. Vielleicht ist auch so Filmern auf Stellaris aufmerksam geworden, weiß ich nicht.
Aber die schienen da so, Stellaris schien eine Weile lang in so einigen Streams darüber geredet zu werden. Sah auch ganz interessant aus. Aber ich habe da nicht sehr lange zugeguckt und das sah aus wie ein Spiel, wo wenn man nicht lang genug zuguckt, dann kriegt man nicht wirklich mit. Oh, yes! Blueprint. Eine Turret. Nice. Wenn man nicht lang genug zuguckt, dann weiß man nicht wirklich, um was es geht. Oh, ein Amethyst. Gott, ich liebe diese Doppeldolche. Nice. Nein, nicht heilen. Puh, das war knapp. Ich mag es sehr gerne, ist halt ein recht langatmiges Spiel. Ja, ich habe schon gehört, ich habe gesehen, Stellaris sah nach sehr viel Management aus, also sehr viele kleine Planeten. Ich weiß noch, ich habe bei Stay eingeschalten und habe geguckt, wie er Stellaris gespielt hat und habe wirklich gesehen, wie er da rumgelaufen ist und wie er, also rumgelaufen ist, da läuft man nirgendwo rum, ne? Aber wie er in dieser Map hin und her gezoomt ist und wie er wirklich, obwohl er das schon so einige Stunden lang gespielt hat, immer wieder festgestellt hat, boah, und dann kann ich das machen und dann kann ich das machen und das ist auch möglich. Also da scheint die, oh, das sieht gefährlich aus, der Fahrstuhl. Da scheint es ordentlich abzugehen. So die Kombinationsmöglichkeiten und alles. EVE Online ist ein Sandbox-MMO, was weitaus komplexer ist als ein Flugsimulator. Ich habe EVE Online nie gespielt. Ich dachte eigentlich auch, das wäre so Wirtschafts-something. Warte, komme ich hier hoch? Oh ne, warte. Uff, uff. Uff, 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 uff. Glaube nicht, ne? Alter, ich habe 3 Double Jumps. Ich will es probieren. Ne, 3 Double Jumps wären 6 Jumps. Okay, aber das sieht gut aus. Oh, das ist der nächste Teil. Hier war ich noch nie. Well, well, well. 37 Zellen habe ich jetzt. Tatsächlich eine Turret. Warte, die schalte ich frei. Nice. Okay, die schalte ich frei und die restlichen Zellen mache ich in eine zweite Heiltrankladung, glaube ich. Ach, hier kann ich noch nach Typ sortieren. Oh, was ist denn das da? Bogen und Infinite Arrows. Okay. Bogen benutze ich eh nie. Oh, das habe ich sogar direkt bekommen. Nice. Warte, mach's mal. Ach, nice. Okay, dann mach mal statt der Granate. Ja, tatsächlich, eine Turret. Nice. Okay, sonst habe ich nichts. Ich spiele solo Stellaris. Die KI ist relativ gut. Multiplayer habe ich tatsächlich noch nicht probiert. So komplex ist es nicht. Okay, ich habe nur ein paar Menüs mehr angeguckt. Als ich es halt woanders gesehen hatte. Und ich habe mir gemerkt, wie begeistert dort reagiert wurde, als immer mehr gesehen wurde und festgestellt wurde, oh, ich kann das machen und das kombinieren. Raikos, ich hoffe auch, dass dein Internet sich wieder fängt. Das ist ja so eine ewige Leidensgeschichte. Oh, warte. Hier kann ich wahrscheinlich einmal voll heilen und dann können wir hier uns wieder auffüllen. Kaum zu glauben, wie viel in diese kleine Flask reinpasst. Das ist ganz schön hoch. Oh Gott! Falsche Taste! So. Oh jo, das sieht nochmal ganz anders aus. Oh, das macht einen sehr vertikalen Eindruck, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann das Fass nicht so weit werfen, wie ich es gerne hätte. Oh! Shit! Penner. Oh, das ist sehr tief, okay. Fucking. Oh Gott, nein! Nein! Au. Jesus, der. Oh, was ist denn das für eine? Oh Gott, was wird das? Okay, er hat nicht so viel Leben.
Ich muss jetzt schon meinen Heiltrank trinken, oder was? Warte, wie viel heilt nochmal mein Heiltrank? Weiß das irgendjemand auswendig? Ich seh's nicht. Oh Gott, no, no, no. Oh, das geht durch alles durch sogar. Holy shit. Oh! Warte, ich halt mich mal. Oh, heilt mich das voll? Oh, noch ein Blueprint. Lightning Bolt. Das war's hier unten? Glaube schon. Ach, warte. Geheimgang oder so? Geheime Rune? Nix? Okay. Yo! Ich wäre down für eine Runde. Alles klar. Stellaris meinst du jetzt, oder was? Ja. Ich müsste Stellaris selber überhaupt erstmal eine richtige Chance geben, quasi. Mach mal lieber ein bisschen Health. Oh, das bringt mehr Health als erwartet. Okay. Wie schnell hätte ich hierfür sein müssen? Oh, 20 Minuten. Nach 6 Minuten hätte ich schon hier sein sollen. Ist wahrscheinlich dann eher durchlaufen. Ja, Devtune, ich weiß, dass EVE Online soll da wahnsinnig umfangreich sein. God damn it. Oh God fucking! Soll da sehr umfangreich sein. Also, wenn man sofort... Oh, warte. Das hat weniger gebracht als erwartet. Ey, ich hab mich gerollt, okay? Fuck. Dieses Level macht mich kaputt. Sonst war ich hier nichts, oder? Okay. Kriegt so viel Damage. Leute, ihr müsst euch mehr konzentrieren. Mit ständig auf Gestein schauen war Elite Dangerous. Elite Dangerous? Das war aber nur so ein... Also, jetzt sage ich nur und gleich... Was? Nee, aber Elite Dangerous war doch das, wo man nur mit einem Raumschiff rumgeflogen ist, oder? Wo dann nichts irgendwie sonst so passiert ist. Ein Schild. 200 Schaden pro Sekunde? Oder heißt es, dass ich 200 Schaden pro Sekunde blocken kann? Warte, was für ein Level ist meine... Zwei, das ist halt Rang 4, weißt du? ...133 Schaden sogar mit einem Arrow, der vorne rausfliegt, okay. Oh, fast ge-one-hitted. Nice. Oh Gott, fuck! Der hat mich auch fast ge-one-hitted, ey. Au, shitting. Okay, weniger experimentieren und mehr auf die Mütze hauen. Au. Shit. Schneller zuhauen, schneller. Ist gar nichts. Drüben ist noch Gold. Nicht gut aus, dass ich das hier beenden werde. Lebend. Kannst ja nachher mal Stellaris spielen. Ich weiß, schlägst du das gerade wirklich vor? Weil du schreibst immer Kappa dahinter. Und Leute, wenn ich Leute ernst nehme, die mir Kappa schreiben, dann sagen sie immer, ich habe Kappa geschrieben. Und wenn ich sie nicht ernst nehme, dann sagen sie, aber ich habe Kappa nur so da hinten dran gesetzt. Au! Shit! Gott. Oh, yo. Nice. Oh, seltene Blueprint. Blueprint. Infratribo. Nice. Ich weiß nicht, wenn mit Kappa geschrieben wird, du kannst es ja mal ausprobieren. Dann denke ich mir auch manchmal, vielleicht heißt das ja, dass das Spiel eigentlich kacke ist. So nach dem Motto, wenn du willst, kannst du es ausprobieren. Aber es ist halt kacke. Deswegen. Ist es jetzt gut oder ist es nicht? I don't know. Aber ja, ich muss nochmal nachgucken, ob ich wirklich Stellaris besitze. Oder den Key dafür noch irgendwo rumliegen habe. Und dann probieren wir das vielleicht mal aus. Mal.
Okay. Ja, wie kann ich denn. Wie kann ich. Ach, use the room. Klar. Ich glaube, da kommt immer. Jede Secret Area ist eine Challenge, oder? Ja. Nee. Oh Gott, nein! Oh Gott, der Schaden. Fuck! Okay, langsam wird es ein bisschen eng mit meiner Health. Ich blinke schon. Warte kurz. Lass uns zuerst mal den anderen Gang weiter nach unten gehen, weil weiter nach unten heißt meistens neue Items oder so. Vorsichtig. Oh Gott, bitte. Und wenn mit neue Items neue Heal-Items heißt, dann wäre das klasse. The Black Bridge. Das ist sogar ein neuer Block. Komplett neuer Bereich. Auf Steam habe ich es nicht. Ja, okay, dann müsste ich den Key... Ich kann mich erinnern, dass ich den Key letztens irgendwo bekommen habe. Ich hoffe, ich kann das Portal dann wieder zurücknehmen. Und da ging das Tor hinter ihm zu. Vielleicht ist es sogar besser, dann kann ich mich jetzt schneller mich aufladen. Nice. Neue Sachen freigeschalten. 17 Cells. Und ich würde sagen, fehlt nicht mehr viel, dann kann ich nächste Healing Potion machen. Oh, yes. Oh. Ist halt bitter, dass ich das Ding gleich wieder wegsaufen werde. Ach nee, ich krieg einfach so voll geheilt. Okay. Puh. Oh, das sieht aber interessant aus. Black Bridge. Mit den Reflexionen? Hallo? Was haben wir denn hier für Deluxe Pixel Design? Das gefällt mir echt gut. Ich bin da! Was habe ich verpasst? Hallo Dreher! Dev Jun sagt zwar nicht viel, aber wir haben am Anfang ein bisschen gequatscht. In Dead Cells sind wir jetzt gerade beim zweiten oder dritten Run. Wir haben mehrere Sachen freigeschaltet. Wir haben fast einen neuen Healthpot freigeschaltet, neue Waffen ausprobiert. Wir haben herausgefunden, wie die nächsten zwei komplett neuen Bereiche aussehen. Wir haben neue Enemies getroffen. Wir machen uns gerade allgemein so ein bisschen mit den Mechaniken vertraut, bewundern das Design. Wir haben ein paar Kampftaktiken herausgefunden. Also ich würde sagen, wir haben schon einiges gemacht. Und das ist mein erster Boss, wie es aussieht. Oh Gott. Was macht der? Pew, motherfucker. Oh, warum konnte ich mich nicht vorbeirollen? Was war denn das? Oh Gott, okay. Oh Gott. Oh Gott, okay. Oh Gott, ich bin schon wieder in das Ding reingelaufen. Aber wenn das rote Schild anhat, kann ich gar nicht angreifen. Okay. Fuck, ich wollte mich durchrollen. Ich hab mich gerollt, Lange! Shit. Ach, fuck. Wollte mich wieder durchrollen.
Nein! Ich hatte gerade die Stun-Granate geworfen. Er hätte eigentlich gestunt sein sollen. Shit. Aber ich glaube, weil er mitten im Sprung war, konnte ich ihn nicht stunnen. Oh! Dammit! Es lief so gut! Er hat mich einfach gefeastet. Immerhin, guck mal, wie schön es angefangen hat, hier zu leuchten. Haben wir einiges mehr freigeschaltet. Ups! Und du warst nicht besonders gut. Ja, super. Wie kannst du mir sagen, ich war nicht besonders gut? Und dann sagst du mir, du hast nicht mal Statistiken verfügbar, hä? Sag mir das mal. Fuck! Verdammte Boss! Ich sag's dir, ich krieg den noch. Eines Tages krieg ich den noch. Wegen Chören ist Chizu heute nicht da. Chöre. Einige sagen auch, es heißt Chöre, aber ich halte das für ein Gerücht. Chöre. Was für Chöre? Ja. Am Anfang kriegt man so schön schnell Gold. Das ist echt nice. Das gefällt mir echt gut. Aufpack! Ich wollte mir merken, sobald sie das Ausrufezeichen über ihrem Kopf haben, dass ich da üppala, sofort ausweiche. Ach, hier war sogar ein Secret. Siehst du? Oh Gott! Es sind sogar zwei. Oh, ich habe diesmal gar nicht meinen Bogen mitgenommen. Ah. Oh Gott! Oh Gott. Diese Roten. Ich krieg euch alle. Sehr gut. Ich vermisse meine Bomben. Oh Gott. Fucking. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie gerade freigeschaltet. Da können gute Kombinationen zurechtkommen. Die kann ich eigentlich hier direkt mal essen, die Karotte. Soundtrack gefällt mir auch. Das Geschütz, ehrlich gesagt, ich glaube, das Geschütz hat bei dem Boss gerade eben die meiste Arbeit für mich gemacht. Ein Geschütz-MVP, ohne Witz. Du hast mich bis da nach unten hin gesehen, Mann. Oh, warte. Oh Gott, warte. Nein, komm. Nein, fucking. Wow. Ich bin da hängen geblieben. Komm her. Ich brauch besseren Stuff. Okay, wir haben 3000 Münzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist mehr Skill Damage und so. Da ist schon der nächste Bereich. Machen wir gleich. Geh mal gleich. Tausend Gold für Skillschaden, ja. Ich guck erstmal, was für Waffen es sonst noch so gibt. Nochmal die Dolche zu finden, wäre super nice. Oh, warte. So. Ich glaube, ich mache tatsächlich jetzt erstmal Health. Einfach, weil es so einen guten Bonus gibt. Normalerweise kenne ich so, dass Health bringt jetzt nicht so viel. Deswegen. Oh, da sind die Dolche. Nice. Oh, shit. Das ist geil und furchtbar zugleich. Doppelter Schaden, aber gleichzeitig erhaltener Schaden, auch mal zwei. Das könnte mich sehr schnell killen. Join the dark side. Gott, der Schaden. Okay, ich nehme mal die Selbstmorddolche. Vielleicht werden die ja ganz nice sein. Kann ich die swappen? Genauso. Selbstmorddolche, let's go! Ich darf ab jetzt einfach nur nicht mehr getroffen werden.
Oh, ich kann mir trotzdem noch das kaufen. Warte mal, was? So. Wir werden gleich sehen, ob es was gebracht hat oder ob ich gerade unseren Tod eingekauft habe. Go big or go home, genau. Hallo, Wussler. Wie geht's dir, mein Freund? Kion, Hallöchen. Oh, jetzt habe ich aber kein Gold mehr für dich. Achso, nee, für dich brauche ich gar kein Gold. 13 Cent. Oh, ja. Zweiter Heiltrank freigeschalten. Nice. Du musst 4 mehr Items anlocken, um das hier zu bekommen. Okay. Was ist denn das hier überhaupt? Bloodsword. Genau, mach voll. 2 Heiltränke. Das heißt, wir könnten vielleicht, wenn ich bis zum Boss komme, dann könnten wir vielleicht gute Karten haben. Das wäre nice. Let's go to Dark Side. Other words for I will die. Maybe. Probably. Was? Oh, plus? 126 plus? 140 plus? Was? Oh Gott! Usch! Komm her! Vielleicht ist es einfach mein Plusschaden? Nein, ne? Das ist aber. Jetzt haben die Dinger. Jetzt haben die ordentlich Schmackes hier, die Dolche. Darf mich halt nur nicht mehr treffen lassen. Ja, kein Problem! Na, Feiertag und du? Na, Feiertag, ja. Wussler, Feiertag ist. Läuft. Für mich war heute ein Tag wie jeder andere auch. Hab die Sachen, die gleichen Sachen gemacht, wie an jedem anderen auch. Sachen im Haushalt zwar erledigt, aber danach gleich einen Guild-Trip gehabt. Wie komme ich da rüber? Da ist eine Tür im Weg. Und ich habe keine Fernkampfwaffe. Kann ich die Bombe weit genug werfen? Oh Gott, nein! Ich komm da nicht hoch! Ah! Ich dachte, ich könnte es kaputt machen. Tja, so schnell hat das ein Ende gefunden. Fuck! Keine Fernkampfwaffe, mit der ich die Tür hätte kaputt machen können. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie von oben so runter. Damn it! Wow. So schnell habe ich das weggeworfen. So, diesmal nehme ich den Bogen. Ich habe deine Errungenschaften bemerkt, falls man sie so nennen kann. Okay, merke dir, was haben wir heute gelernt, meine Freunde? Wir haben gelernt... Oh, nice! Wir haben gelernt, du kannst keine Tür zerschlagen, während du in der Luft bist. Das Schlimmste, was ich bis jetzt auf einer Waffe hatte, war, dass ich alle Gegner One-Hit töten konnte, dafür aber auch selber One-Hit war. One-Hit durch Dolche, ja, echt so. Hier, geschützt, mach sie fertig. Also geschützt ist zumindest ganz gut, um sie abzulenken. So, wie schnell ich eine Karotte finde. Die Karotte hatte ich vorher gebraucht. Oh, da ist ein Secret. Nice. 1000 Gold. Yes. Hallo, Gary. Stone ist kein Vater. Nein. Faulenzen und naja, Faulenzen. Ja, das wäre geil. Das fände ich schön, ja. Gut, aber momentan... Momentan, was auf die Uni bezogen, bin ich echt am Faulenzen, ey. Meine Fresse. Ich mache alles andere an Arbeiten, an Haushaltssachen. Ich mache alles, außer die Abgaben, die ich auch machen sollte. Oder ich mache Designs für den Stream und sowas. Aber ums Verrecken... Was haben wir denn hier? Rustblast. Mach mal... Boom! Au! Fuck! Nein!
Wollte mit Boom voll Ultra Attack ankündigen. Ach, die Attack braucht ein bisschen länger zum Casten als erwartet, guck. Das hat mir, sieht aber cool aus. Eine Bärenfalle. Da stand irgendwie was, 5 Sekunden wird der Gegner festgehalten. Eisgranate. Warte mal kurz. Ja. Ich habe in Stone's Dead Cells Schule gelernt, dass... Warte, gehen wir erstmal hier lang. Oh, Level-Up-Rolle. Siehste, gut, dass wir hier lang gegangen sind. Werde ich eigentlich voll geheilt, wenn ich nochmal Health nehme? Mist, prozentual. Und das hier kann ich wahrscheinlich beim zweiten Boss dann freischalten. Kann an den Dingern rubbeln, aber es passiert noch nicht. Das Kamehameha schießt ja auch nicht schon auf K. Ja, na gut. Aber ich habe vorher nicht gewusst. Oh, nice. Ich habe vorher nicht gewusst, wie es funktioniert. Aber jetzt weiß ich es. Zum Glück bin ich nicht gestorben. Ich habe nur auf die Fresse bekommen. Ist das nicht immer so, dass man alles außer Uni macht? Normalerweise wahrscheinlich eher nicht. Oh, das ist neu. Hier war ich noch nicht. Toxic Sewers. Das wird mich wahrscheinlich töten, aber... Oh Gott, ich wollte nicht so weit runter. Nein, da oben war ein Händler. Nein! Shit. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Mist. Ich hab mein Händ... Ich hätte Upgrades kaufen können. Aber ich dachte mir, hey, hier kann man sich ganz schön tief runterfallen lassen. Ja, no shit. No shit, Sherlock. Ich habe immer noch die Schrottwaffe, by the way. Oh wow, haben die viel Leben. Help! Oh oh. Das wird nicht gut ausgehen hier. Oh Gott, nein! Ah, ah. Oh, hier ist gar nichts. Kann jetzt schon direkt in einen Heiltrank wegsaufen. Oh, das ist kein Gift? Okay. Oh Gott, was ist das für ein Skorpion? Oh Gott! Nö. Stellt sich heraus, ich sollte in die giftigen Abwasserkanäle erst reingehen, wenn ich eine bessere Waffe habe. Also, ich habe noch nie was für die Uni. Nice. Oh, nein. Ich habe auch festgestellt, die Bärenfalle stunt die Gegner zwar. Also, was sind das? Was sind das für Eier? Oh, okay. Sie explodieren. Alles klar. Das war ein Fehler. Dieser Bereich war ein Fehler. Help! Please send help! Oh nein, diese fette, fette Raube. Du bist ein Vorbild für uns alle, Geri. Oh Gott! Oh Gott. Uff, uff, uff. Ey, jetzt will ich aber hier... Also ich krieg gerade richtig viel von diesen Freischaltungsdingern. Nee. Das Todesportal. Ja, komm, ein bisschen weiter. Ich habe immer noch mein rostiges Schwert, by the way. Oh mein Gott, sind das viele. Oh Gott! Falsche Taste! Ja. Wie habe ich das geschafft? Keinen Schaden bekommen.
Siehste. Profi. Der Profi weiß nie, wie er es geschafft hat. Oh Gott, es ist so eine fette Raupe. Pfui. Oh Gott, sie frisst mich. Fette Raupen fressen einen, so wie es sich für... Oh, das macht mir doch Schaden. Fuck. Fuck. Oh Gott, roll dich. Royce. Da ist eine Level-Up-Scroll. Oh, na immerhin etwas. Eisbogen. Das klingt gut. Ach so, ja, Skills. Ich habe immer noch mein rostiges Messer. Help! Oh Gott! Scheiße. 25 Zellen hatte ich. Ah. Das hat geschmerzt. Ah, das war... Giftige Zellen war kein Levelbereich für mich. Noch nicht. Nee. Nicht mit einem rostigen Schwert. Da muss ich mit besseren Waffen hin. Ohne bessere Sachen läuft da gar nichts. Du, zurück. Und wieder, natürlich. Oh Gott, fucking. Ey, jetzt mach mal langsam hier. Ich hab wohl nicht umsonst die zwei Karotten hintereinander gefunden. Die Welt braucht mehr Karotten. Was ist denn mit dem einen Schalter jetzt? Door open. Kein Geld. Nein, Brainstorm. Ich kenn das Problem. Mach dir nichts raus. Es hat. Aber du schaffst das. Vanquish ist für den PC raus. Für Konsole ist es uralt, für PC nein. Ist wie Bayonetta. Vanquish. Ach, stimmt. Ich habe davon gehört, dass es jetzt demnächst releasen sollte. Ich habe mir erst letztens ein paar Videos angeguckt. Ach so. Brainstorm, geht man in deinen Stream, bekommt eine Bibi-Rasierer-Werbung. Geil. Das ist ja genau die richtige Zielgruppe. Ich meine, ich habe sehr oft gesagt, dass ich... Oh. Ich habe sehr oft... Ich glaube, diesmal gebe ich das Rusty Sword weg. Bibi, ich bin absoluter Bibi-Fan. Von daher passt das schon. Oh, diese Elektro... Oh, hier ist ein Secret. Nice. Diese Electric Whip. Okay, der Schaden ist nicht so besonders hoch, aber... Oh Gott! Ich hasse sie jetzt schon. Ich muss mich nur dran gewöhnen, mit ihr umzugehen. Ich habe sie von da oben den Typen gespattet. Ja, lol. Geil. Kann hier oben Urlaub machen. Also so halb. Oh Gott, er hat mich trotzdem... Wow, okay. Also mit der Whip scheint der Stun-Angriff nicht zu funktionieren. Oh, warte. Ich finde aber deutlich mehr Secrets mit dem Ding. Weil ich zufällig die Dinger anschieße, obwohl ich sie nicht sehe. Wenn die Crits machen, dann ist es nice. Ist Vanquish nicht sowas wie Halo? Nee. Ich glaube, Matt Runder, hallo übrigens, war nicht Vanquish das, wo man auch so über den Boden sliden konnte, über längere Distanzen, was so immer so dynamisch aussah oder so? Wap. Ey, Bibi ist so geil. Ich bin der größte Fan! Throwing Knife. Ich weiß nicht, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich so der Fan vom Throwing Knife bin. Komm mal mit deinem...
Alter! Alter! Okay. Ich lass mal das Throwing Knife liegen, ist ja nur Rang 1. Oh Gott, ich hab mich doch gerollt! Uff! Oh, wo hast du gerade eben hingezogen? Oh, warte mal. Man kann goldene Türen auch kaputt machen? Oh, du hast die Götter wütend gemacht. Nehme einen kleinen Treffer und du bist tot. Töte 10 Feinde, um den Fluch zu beseitigen. Was? Nein. Wow. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas möglich ist. Das heißt, ich habe jetzt Fluch der Götter auf mir. Okay. Oh nein. Und ich sterbe mit einem Hit. Ich muss 10 Enemies killen, damit der Fluch von mir genommen wird. Fucking damn it! Hab gewusst, das war eine schlechte Idee! Noch 6. Obala, jetzt weiß ich, was passiert, wenn man diese... Ich wusste nicht mal, dass man diese Göttertüren überhaupt kaputt machen kann. Soundtrack. Oh, oh. Hey, ich bin immerhin beim Händler. Oh, und er hat hier die Dingsdo. Ich habe jetzt zwar die Whip eigentlich, aber ich glaube, ich kaufe das trotzdem. Gegen den Bow. Und die Whip ist ja schon so einigermaßen Fernkampfwaffe. Ich darf jetzt nur nicht deswegen sterben. Oh Gott, 6 Feinde und ich komme in den nächsten Bereich rein. Gibt es nicht irgendwie einen Altar, wo man sich heilen lassen kann oder so? Vielleicht? 16 Cells. Halt erstmal das frei. Bloody Sword. Das andere sind alles Upgrades, ne? 13 Cells habe ich noch. Können wir fast Lightning Bolt holen? Einfach mal rein. Oh, ich habe sogar ein Bloody Sword rausbekommen. Fires an arrow upward. Okay. 172 Damage. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber meine Dolche sind, glaube ich, besser, ne? Ja, easy sind. Tut mir leid. Ich muss dich... Lass mich kurz... Nee, ich habe lieber die Blitze für ein bisschen Fernkampf. Just in case. Boss time. Yay. Bloß nicht. So, okay. 6 Kills. Das ist jetzt erstmal unser Ziel. Ich will nur 6 Zill. 6 Zills. Oh Gott, und das ist dieser Bereich, wo ich eigentlich immer getroffen werde. Nein! Oh, die zählen auch als Kills. Zwei! Oh nein, es ist so ein Drecksack. Nicht die, nicht die. Da ist einer von denen, die mich direkt killen können. Oh. Puh. Curse lifted, Motherfucker. Oh Gott. Das habe ich immerhin wieder bei meine Dolche. Oh Gott, das sind 2 von denen. Ich hatte gehofft, ich kann auch nach oben eine Bombe werfen. Uff. Nice. Die geben aber gut Kohle. Hallo, Ferris. Okay. Ich lebe noch. Alles ist gut. Alles ist unter Kontrolle. Oh Gott. Oh Gott. Nix ist unter Kontrolle.
Diese Grünviecher gibt's von Anfang an, aber manchmal kriegen die mich so von links. Oh Gott. Das war mehr Luft anhalten Glück als alles andere. So. Okay. Solange jetzt nicht wieder eine Schlucht kommen sollte, sollten wir fürs erste safe sein. So viel dazu. Health. Unbedingt Health. Ich brauche. Warte, gibt mir das eigentlich auch Schaden? Nee, ne? Kann ich das eigentlich trinken? Oh, fuck! Oh, Fire Grenade. Hello. Es ist mir da gerade ein bisschen zu voll. Warte kurz. Haben wir noch was? Oh, brauche ich nicht. Ich habe sowieso kein Geld. Das ist noch die andere Sache. Brauche ich nicht. Ach, der arme Mann. Obwohl er kein Geld hat. Oh Gott. Oh, warte, hier ist eine Uhr. 120 Gold. Ja, es ging schon mal besser. Okay. So. Na, siehst du, jetzt haben wir jetzt... Der Run kommt langsam wieder ans Laufen. Ist echt alles eine Sache, ob du eine gute Starterwaffe findest oder nicht. Oder du bist einfach gut im Spiel. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Wehe, du gibst mir wieder irgendeine verschlossene Tür, Mann. Ich geh mal lieber oben rum. Lieber ein bisschen safe. Unten rum bedeutet nämlich immer tot. Und sagte ich ja auch wieder. Hoffe ich mir ja. Wird es innerhalb von 4 Minuten hier vorbeikommen sollen? Seid ihr verrückt? Oh, warte, hier ist noch ein Ziel. Nice. Oh, warte. Ja, Gott. Okay. Oh Gott. Diese Blitze sind für diese Flugviecher exzellent. Sind tatsächlich weniger ein Problem als diese Grünen, wenn sie einmal anfangen zu sprinten. Der Speed, mit dem sie sprinten, ist dann doch immer wieder überraschend. Oh, warte, da unten geht's wieder zu den alten Sewers. Da gehe ich jetzt dieses Mal nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich will aber nur gucken, ob hier trotzdem noch irgendein Secret ist. Nee. Ich will erstmal so ein paar mehr Heiltränke freischalten. Und das letzte Mal, glaube ich, sind wir im letzten Levelbereich auch zu den Sewers gekommen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass man später auch noch zu den Sewers kann. Das heißt, ich würde gerne den Bereich betreten, sobald wir dick ausgestattet sind. So wie das letzte Mal, als wir beim Boss waren. Der uns dann erledigt hat. Aber trotzdem. Ups. Oh Gott, nein! Fuck. Ich wollte eigentlich hier hin. Drecksack. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eigentlich eine Stun-Granate. Wieso benutze ich die nicht? Bleeding Sword Rang 2, ja, das hatten wir schon. Muss meine Stun-Granate mehr benutzen. Okay, hier hätte ich es jetzt nicht gebraucht, aber du weißt, was ich meine. Das im ersten Level waren aber die Toxic Sewers und nicht die Old Sewers. Ah. So genau habe ich nicht drauf geachtet. Aber gut zu wissen. Das heißt, ich sollte in diese Sewers erst recht nicht rein. Weil sie mich wahrscheinlich vollkommen fisten würden. Oh Gott, nein. Dann gehen wir erstmal den roten Typen da oben killen. Oh.
Oh, Karotte! Yes! Frag mich, ob Karotte auch mehr heilt auf den höheren Leveln. Ich hab nicht drauf geachtet, als ich es eingesammelt habe. Die Mega-Karotte! Wo war das nochmal? In was für einem Game hatten wir nochmal den Spruch gehabt? Auf den Stress jetzt erstmal eine Karotte. Oh, warte. Warte, kann ich das auch kaputt machen? Okay, nee. Hier gibt's keine Götter, die irgendwie wütend werden können. Ja, ich glaube langsam, diese Secret Areas sind immer Challenges. Ja. Nee. Irgendwann, wenn ich richtig dicke Ausrüstung habe und sobald ich weiß, wo der Sprungknopf ist und sowas, dann sehen wir weiter. Das war Enderal. Ach, stimmt, ja. Enderal war das. Ich glaube, bei Enderal war es das erste Mal und seitdem habe ich dann essbare Karotten einen besonderen Platz in meinem Herzen. Jetzt erstmal dick Salat! Du freust dich so sehr auf Karotten wie meine Meerschweinchen. Ja, ohne Witz. Karotten sind das Beste, was dir passieren kann. Zumindest, wenn es so knapp wird wie hier gerade. Ach so, ich habe mich gerade eben gefragt, so, diesmal ist da unten gar nicht der Durchgang gewesen bei dieser Rankenstelle? Weil wir den Boss schon gekillt haben, haben die wahrscheinlich zugemacht, ne? Dicksalat. Dicksalat ist quasi mit extra viel Mayonnaise. Oh yes. Please. Nein. Oh doch, Level 3. Doch, bitte. Pick up. Und kann man Level 2. Ja, plus 1 auf Health. Sehr, sehr nice. Was brauche ich? Ich brauche Dinge, die mich unterstützen. Ich komme sonst nicht zurecht. Obst allgemein. Apropos Obst. Ich habe hier noch meine Drinks. Sabrina hat gestern von der Arbeit uns wieder dick versorgt. Ich meine, gut, wir haben schon fast wieder alles leer gemacht. Weißt du, was ich meine? Gott. Muss nur dran denken, ich habe Eisgranaten, die sogar ziemlich wenig Cooldown haben. Ich könnte eigentlich fast die ganze Zeit Eisgranaten wie ein Wahnsinniger werfen. Komm halt her! Genau so. Was für eine Range hast du, Mann? Gott. 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 Nicht so gut. Kaputt. Nicht so gut. Dankeschön, mein Freund. Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss öfter Blitze benutzen. Um Secrets zu finden. Oh, da geht's in den nächsten Bereich hoch. Okay, einen Moment. Lass mich erstmal gucken, ob wir hier noch etwas Gutes finden. Huch. Nö. Wieder diese Dinge zum Rubbeln. Rubbellose. Oh, was haben wir denn da? Prison Depths. Okay. Ich glaube, die Rubbeldinger sind, du kannst dich dann von einer Rubbelstation zur nächsten Rubbelstation hochteleportieren, oder? Teleportieren. Okay. Ich glaube, ansonsten war es das, ne? Okay. Warte, kommt jetzt schon der Boss? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Könnte sein, oder? Ramparts? War das... War das... Ich meine, diesmal habe ich eine Eisgranate. Das ist auch nicht schlecht. War ich ein Geheimnis? Nee. Dick Salad now with homemade mayonnaise. Lecker. Lecker. Was ist denn das? Brennbares Schwert. Oh. Covers enemies with flammable oil. Inflicts massive damage if introduced to flame. Ein Ölschwert. Und ich habe gleichzeitig noch eine Feuergranate gefunden. Was will das Spiel mir sagen?
Keybone, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Gold Recovery wäre auch eine Idee. Warte, erstmal holen wir uns das hier. Das hat hier noch zwei. Zack. Lightning Bolt. Okay. Wenn ich die Sachen halt freischalte, dann droppen sie mir sofort. Deswegen, ich weiß nicht. Weißt du, ich mach das jetzt einfach mal. So, Fire Grenade. Jetzt müsste ich was Neues freigeschaltet haben, oder? Genau, jetzt kann ich Heiltrank Stufe 3. Ach, das ist ein Hauptangriffsding. Lightning Bolt, Rang 2. Kann man vielleicht statt Electric Whip machen? Ich kurz ausprobieren. Oh Gott! Okay, also es overcharged mich selber. Das haben sie gemeint mit Be wary of overcharge. 235 Schaden. Lass mal gucken. Twin Daggers Rang 3 sind halt immer noch besser. Ich könnte das eventuell... Also das kann ich auf jeden Fall nehmen. Vielleicht können wir an der Combo auch ein bisschen arbeiten. Enemies hit explode upon death. Wenn die Feinde explodieren, wenn sie tot sind, kriege ich auch davon Schaden oder kriegen nur die Schaden? Schmilzt da nicht das Schwert, wenn es brennt? Ich hoffe nicht, Mann! Oh, das hat aber eine unangenehme Attack-Reihenfolge. Weißt du was? Ich fühle mich mit der Electric Whip gerade noch ein bisschen wohler. Und das Flammable Sword nehme ich jetzt... Das könnte halt echt gut gegen den Boss sein, wenn wir jetzt gegen den kämpfen werden. Weißt du was, das könnte meinen Tod bedeuten, aber vielleicht rettet mich das auch. Achso, die Tür geht nicht auf, wenn ich noch Cells bei mir habe. Eine Cell left. Yay. Random Starter Bomb. Was haben wir hier? Random Melee Weapon Unlock. I see. Ja, dann mache ich einfach mal das hier. Okay. Probieren wir es nochmal. Das hat so einen verzögerten Angriff. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass... Ich mir jetzt gewöhnt, dass ich immer sofort zuhaue und treffe. Dass, wenn ich verzögert zuhaue, dass es mir den Rest gibt. Ein Einwegschwert, ja. So, das müsste jetzt der Boss wieder sein, ne? Ich habe diesmal keine Turret. Obwohl, nee, noch ein Bereich. Nach diesem Bereich. Oh, das ist gut. Dann kann ich vielleicht vor dem Boss noch ein bisschen versuchen, mich dran zu gewöhnen. Okay, also der Schaden ist in Ordnung. Ich muss es mal bei Viechern versuchen, die mehr Leben haben. Fuck! Okay, es hat mich noch gut geheilt. Ist alles okay. Tütüt, wüt, wüt. Aber es sieht schön schwungvoll aus. Hey. I guess that's something. Ich kann diesen anderen Angriff nicht wirklich ausprobieren. Ich bin gleich bei... Oh, oh, oh. Karotte, sehr gut. Komme ich zu dem Typen darüber? Oh Gott, nope. Ist hier irgendein Geheimnis? Irgendwas übersehen? Ach so, da von rechts ist noch ein Zugang, habe ich gerade gesehen. Okay. Dann probieren wir es über Ding. Du kannst die Tür auch aufschlagen. Echt? Ich habe das versucht eigentlich, aber ich habe diese blauen Türen nie aufbekommen. God fucking! Alter. Hat das jetzt mehr Schaden gemacht? Ich habe versucht, so diese Feuer-Öl-Kombo auszuprobieren.
Oh Gott, diese Reichweite. Alter. So. Bombe. Dammit, da ist wieder so ein Ding. Die haben oben einen kleinen Lebensbalken, wenn ich mich nicht irre, ja. Also bei den goldenen Türen habe ich schon auf jeden Fall gemerkt, dass sie einen Lebensbalken haben. Das hat mir ganz schön geschmerzt. Ah, ich habe mich schon auf eine Karotte gefreut. So. Ihr Mistsäcke! Nein. Weg da. Irgendwie, die Feuerbombe macht gar nicht so viel Schaden. Wenn ich sie treffe, während sie mit Öl voll sind. I don't know. Es ist irgendwie immer noch besser, wenn ich einfach nur mit dem Ölschwert die ganze Zeit weiter auf sie einhacke. Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Hallo, CC. Oh, nein, ich hab mich weggerollt. Ich glaube, ich halte mich lieber kurz. Ich hab mich durchgerollt, aber leider in die Richtung, in der er angestürmt hat. Gott. Jesus Maria. Kann ich euch von hier aus anzünden? Nee. Kann ich euch irgendwie... Sie können sogar da durchfliegen? Ah. Sterbt! Bitte sterbt! Hallo, Redtip. Wird es heute Rimworld geben? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, okay. Oh Gott, nein! Oh Gott! Au. Das waren ziemlich viele. Au. Gottes Willen! Ich roll doch! Ah! Fuck! Fuck! Okay, merke, mit denen ist nicht zu spaßen. Twin Daggers Rang 3 wieder. Weißt du was? Ich glaube, das macht nicht so viel extra Schaden mit Feuer, wie ich es mir erhofft hatte. Oh Gott! Okay. Aus irgendeinem Grund, war das bei irgendeinem anderen Game, drücke ich hier oben den rechten Bumper, wenn ich die Rolle machen will und nicht B. Ich drücke immer den rechten Bumper und nicht B. Das ist eigentlich die Eisgranate, das sollte mir auch helfen. Mist! Aber hey, guck mal, wir schalten immer mehr frei. Das ist ja schon mal ein Anfang. Trotzdem. Ich wünschte, ich könnte meine Statistiken angucken. Okay, ich glaube, ich mache noch einen Run. Und, fucking wieder weg. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Vom Pfeil weggerollt. Was tust du? Ach so, da komme ich auch mit einer Rolle durch. Das hätte ich wahrscheinlich vorher wissen sollen. Dass ich mit einer Rolle durch die kleinen Lücken auch durchkomme. Ich habe das nie probiert, ehrlich gesagt. Nee, aber da, wo ich Secrets gefunden habe, komme ich nicht mit einer Rolle durch. Nee. Oh Gott. Ich habe das letzte Mal an meine normale Attack auf Y gehabt, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin doch ausgewichen! Ja, echt so. Bloß halt mit der falschen Taste. Nee, guck. Reptil. Oh nee, Lordon. Du hast die gleiche Farbe wie Reptil. Sorry. Guck, das war die gleiche Tür, die mich vorhin auch nicht durchgelassen hat. Die hat keinen Lebensbalken. Durch die bin ich nicht gekommen. Oh, warte, kann ich? Aber hier? Hier kann ich durch. Ja, okay. La, la, la. Oh Gott, ich dachte, die würde ich auch noch erwischen.
Vielleicht wird ein Poison Blade. Oh, warte, Poison Blade ist jetzt gerade gut. Flammable Sword. Bei dem Rusty Sword steht noch dabei, kills things sometimes. Wie lange streamst du heute? Normal lang. Normal lang. Ich spiele RimWorld, dann... Oh Gott. So wie immer, wenn ich RimWorld ankündige. Nee, aber ich hab's vor. Ich will mir eigentlich das neue Update angucken gehen. Das neue Update wäre nice. Hat sich nämlich eigentlich ganz cool angehört, was es da so Neues gibt für die Maps. Nice. Uff. Immerhin was. Oh, Rang 2 sogar. Sehr gut. Oh, shit. Au. Macht das so viel mehr Schaden, weil das Rang 2 ist? Oh, Gott. Alter. Du musst weg. Ich mag es, wie der Typ da oben voll am Chillaxen ist. Mal ein bisschen Health hier. Ey! Gut. Der ist beschäftigt. Warte, wie? So. Gut. Mal schnell genug zuhaut, dann geht das. Gut. Nur schnell genug. Oh, schnell genug reagieren. Das ist das Geheimnis. Das heißt nicht, dass ich es kann, aber das ist das Geheimnis. Wie gefällt dir Dead Cells bis jetzt? Mir gefällt Dead Cells sehr gut. Ich habe da sehr meinen Spaß daran. Ich meine, gut. Ich bin ziemlich schlecht da drin. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich glaube. Mit meinen Waffen bin ich relativ zufrieden aktuell, dann... Du kriegst Gold, wenn du eine Cell von einem Enemy bekommst. Hm. Will ich das? Ja, weißt du was? Ich glaube, ich hole mir tatsächlich die Electric Whip statt meinem Bogen. Glaube, das bringt mir mehr. Damit ich noch ein bisschen was Fernkampfmäßiges habe. So, warte hier. Warte, wo hat man das sehen? Da war sogar noch eine Level-Up-Scroll und so. Oh, jetzt kann ich ihn killen gehen. Gott! Gott! Alternative zu. Frag mal vorsichtig in die Runde, wer hat Lust mit mir neuen Borderlands 2 Char anzufangen? Bin immer noch ein bisschen traumatisiert von Borderlands. Weißt du was? Ich glaube, das lohnt sich. Das ist hier eine Health Increase Rolle. Das ist... Dafür zahle ich die 1000. Ist aber gut, wenn du theoretisch dann gut genug bist in dem, was du tust hier, dann kannst du jedes Mal die goldene Tür einfach zerstören. Wenn du gute Waffen hast und dich damit auskennst und so. Dann kannst du dir einfach alles gewaltsam grabben. Warte, ich glaube, das führt mich hier wieder zu den Kanälen, zu den Sewers. Nicht? Doch, Toxic Sewers. Nope, 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 nope. Ich meine, dieses Mal habe ich keine absolute Schrottwaffe, aber... Am ehesten würde ich das immer noch nehmen, sobald ich meine Twin Daggers habe. So Twin Daggers Rang 3 oder so. Dann kann man sich das überlegen, aber ansonsten macht es mich eher fertig als alles andere. Allem anderen kann ich nicht so gut umgehen. Hallo, Dazar. In Dead Cells, beziehungsweise dadurch ist doch schon ein Dark Souls 3 Speedrunner verzweifelt ausgerastet, oder? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht von gehört. Das Gold droppt und du musst immer R drücken, um es aufzuheben. Okay. Also ich spiele an einem Controller. Ich weiß nicht,
Hallo? Ja, das kann ich nicht. Flash Grenade, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, raus da! Nein! Runter! Rein da! Nice. Ich habe sie gekillt, indem ich das Ding da hingeworfen habe. Very good. Oh. 1500 Wert, yo. Eisgranate, perfekt. Kann man auf die normale Granate ersetzen. Ey, ich habe 2400 Gold. Lass mal zurückgucken. Gab es da irgendwo Twin Daggers wieder? Achso. Ja, das Amulett ist halt noch da. Vielleicht ist es mit dem Controller angenehmer einzusammeln. Da muss man nicht immer auf R drücken. Bin schon ein Weilchen da, aber am Lurken wurde mal wieder ignoriert von Steinraclette. Also, wenn ich dich im Chat übersehen sollte oder irgendwie sowas, ja, und dir nicht Hallo sage, weil ich sage normalerweise immer jedem Hallo, und du deswegen anfängst zu lurken, nur weil ich dir nicht Hallo gesagt habe, dann läuft da was falsch. Und ich würde dir empfehlen, nicht ständig in den Chat zu schreiben, dass ich dich ignoriere, weil dann muss ich dich langsam anfangen, leider zu entfernen hier aus dem Chat. Weil ich niemanden absichtlich ignoriere, aber das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Wenn ständig jemand schreibt so, du ignorierst mich. Also ständig, eigentlich nur du. Oder meistens du. Ignoriert mich. Ich ignoriere niemanden. Nicht absichtlich. Weil bevor ich ignoriere, banne ich. Deswegen, ne, weil ich nicht Dinge geschehen lasse. Aber ich glaube, ich probiere einfach mal das Amulett aus, weil ich habe das Geld. Und bevor ich das Geld für gar nichts benutze, benutze ich es mal dafür. Vielleicht ist das besser. Hallo Eugenburg. Schön, dich zu sehen. So, jetzt aber. Ich brauche einen Dazar-Übersetzer. Bitte, Leute, was ist da los? Ich ignoriere mich auch. Ich weiß immer noch nicht, Klon-Army oder Klon-Amy oder Kion-Amy? Du hast einen dunkelblauen Namen auf dunkelgrauem Hintergrund bei mir. Ich kann deinen Namen so schlecht lesen. Tut mir leid. Ein bisschen mehr Gold mitnehmen können. Guck, das war auch so eine blaue Tür, die man nicht einfach so aufmachen kann. Ich glaube, man kann sie nicht einfach so aufmachen. So. Bitte. Klon Amy. Okay. Dann weiß ich, der blaue Name, der ungefähr so lang ist, den ich nicht lesen kann. Das ist Klon Amy. Gut. Oh, Gold. Ah. Oh Gott. 40 Gold, das ist gar nicht mal so wenig. Oh Gott. Ich habe doch Eis. Muss dran denken. Du hast Eis, Junge. Du hast Eis, Junge. Eis, Junge. Oh Gott. Eis, Junge. Ah. Ich geh immer auf die falschen Sachen statt ausweichen. Macht nix. Hallo, Tobias. Na. Warte, ich hab doch... Ich hab doch extra hier dieses... Wie heißt's? Die Blitze für die Viecher. Ich darf das nicht vergessen. Das macht sie deutlich angenehmer. Oh Gott, nicht das schon wieder. Keine Stacheln, bitte! Ha! Diesmal hatte ich eine Fernkampfattacke. Siehste? Musste man doch... Frag mich, wie wäre man da weitergekommen? Von oben ist es nämlich eigentlich zu weit, oder? Wenn du keine Fernkampfattacke hast, bist du geliefert. Geliefert! Und Tobias, wie geht's, wie steht's? Alles Paletti bei dir? Oh, nice! Oh, Ice Grenade 3, jawohl! Gleich mal den 1er ersetzen. Jetzt wird gefreezed. Ich bin echt gespannt, was hier noch kommen wird. Oh nein!
Wo ist die Dings? Nein! Uff! Da ist dieses Ding. Oh Gott, das ist hier echt gemein. Warte kurz. Au! Oh Gott, roll! Oh Gott! Fucking so. Puh. Langsam wird mein Schwert auch ein bisschen schlecht gegen die da. Da merkst du, die sind nicht mehr so... Nicht mehr so low-level, wie ich es gewöhnt war. Es fängt an zu schmerzen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Gott, nein. Wo ist die... Ich glaube, sie haben noch nicht ganz verstanden, dass sie nicht in die Stacheln reinlaufen sollen. Aber ich beschwere mich nicht. Old Sewers, ja. Bäh. Da will ich noch nicht hin. Tobias, jawohl, mir geht's auch sehr gut. Heute war ein sehr schöner Tag. Oh Gott. Oh Gott! Ich glaube, ich muss mir tatsächlich die Ausweichentaste auf eine andere Taste legen. Auf RB oder RL, so diese RB oder LT. Weil ich haue die ganze Zeit zu mit X. Warte, kann ich das? Das geht bestimmt, oder? Ja, muss gehen eigentlich. Warte mal kurz. Left Trigger Skill, nee, kann ich denn? Controller, kann ich das auch rebinden? Ich hoffe. Ich hätte gerne die Rolle auf das und Right Trigger Skill. Oh. Right Trigger Skill hätte ich gerne auf nein, auf B. So. Genau, dass ich vielleicht, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, aber vielleicht läuft es so besser. Ist Fragen nach bestimmten Waffen eine Art Spoiler? Ja. Außer ich habe schon die Waffe und du willst irgendwas zu der Waffe wissen, dann nicht. Aber wenn du mich fragst zum Beispiel, hast du schon diese nukleare Atomwaffe freigeschaltet? Die Chance ist hoch, dass die Antwort nein ist. Weil heute spiele ich das zum ersten Mal, also höchstwahrscheinlich habe ich es noch nicht freigeschaltet. Hallo Shantiball. Ice Grenade ist eh beste Grenade, ja. Ne? Aber auch positive Erfahrungen. Damit wieder so eine Tür. Dann frage ich lieber nicht, ja. Oh Gott, nee. Oh! Ab in den Keller. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Fallen. Nice. So, diesmal machen wir vielleicht ein bisschen mehr Strength. Das war die falsche Taste, aber das hat auch funktioniert. Wieder so eine Secret Rune. Ich glaube, das mit dem Goldding, das lohnt sich schon. Das lohnt sich relativ schnell. Oh, brauche ich nicht. Ah! Diesmal habe ich B gedrückt. Pass auf, jetzt werde ich es jedes Mal falsch machen. Goddammit. Oh, warte, hier war ein Händler oder so. 50% reduziert! Nice! Flashbang. Ice Grenade gefällt mir da ein bisschen besser. Ich level gerade eine Waffe in dem Spiel und merke, ja, die Mods vergessen, kein Wunder, dass sie so schwach ist. GG! Ja, ich kenne das Problem leider.
Uff. Pass auf, ich hab gesagt, weißt du, jetzt hab ich... Ich hab davor immer die eine Taste da gedrückt. Zum Rollen, genau. Jetzt habe ich es umgestellt und ab jetzt werde ich wahrscheinlich Rollen immer richtig drücken, nachdem ich es umgestellt habe. Bestimmt eh. Es ist immer so. Oh Gott, es sind zwei. Gott. Nächste Ice Grenade. Oh Gott, das war ein bisschen daneben. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. 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 Ich hab nicht gerollt, Junge. Diesmal sogar mit der richtigen Taste, okay? Oh Gott, das war dumm. Da hab ich mich nicht gerollt. Ich bin ausgewichen! So, warte, du bist ein Drecksack. Du fällst zuerst. Oh, da ist ein neuer Rang wahrscheinlich. Flammable Sword Rang 2? Oder, ja doch, ja, ja. Es ist besser. Tja. Oh, ich spüre es. Damage ist gut. Oh, ich habe ziemlich viel Schaden bekommen. Merke ich jetzt gerade. Und da ist ein Elite. Ich glaube, ich sollte mich lieber heilen, oder? Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Das war nur Glück! Jeder Schaden, den du nimmst, wird auch zu... Oh, das klingt gut. Jeden Schaden, den du bekommst, wird auch an in der Nähe liegende Feinde verteilt. Und 15% weniger Schaden. Ja, ich glaube, dann verzichte ich lieber auf ein bisschen extra Gold und nehme lieber das. So, probieren wir das hier. Gott. Nice. Das ist eine gute Kombo. Ich mag das. Ich mag das sehr. Sehr gut, sehr gut. Läuft. Wo muss das sein? Ich habe ein Gamepad mit Zusatztasten auf der Rückseite. In schnellen Spielen mag ich es lieber, wenn ich den rechten Daumen nicht hin und her bewegen muss. Ja. Ich benutze allgemein selten ein Gamepad. Vor allem in so Games, wo du eigentlich schneller reagieren musst, wie hier. Oder schneller reagieren solltest. Das klappt dann eher selten gut. Also jetzt X, jetzt die Taste, jetzt die und ich... Warte kurz. Ich bin es halt normalerweise gewohnt zu sehen, drücke jetzt F und so weiter und ich drücke RT, drücke RB. Aber das ist mein eigenes Problem. So ein Scheiß. Oh Gott. Persönlich glaube ja, ich werde mich doch nicht dran gewöhnen, dass ich damit rollen kann. Irgendwie ist es schwieriger als erwartet, sich umzustellen gerade. Und ich mache mir damit mehr kaputt als reparieren. Guck mal, schon wieder neben dem Fahrstuhl wieder so eine Rubbelstatue. Okay. Ich probiere es noch ein bisschen. Es könnte zwar immer noch mein Untergang sein, aber ich probiere es. Aber hey, 26 Cells, immerhin. So, gut. 40% Gold wird konserviert, von 25 hoch. Ich dachte, 35 wäre der nächste Rang. 65, und was ist das letzte? Steht nicht dabei. Okay. Bio ist es 15% höher, 25% höher der nächste Rang. Ich glaube, ich mach hier alles in die Tränke. Es wird vielleicht sogar... tatsächlich am besten für mich sein. Hauptsache mehr heilen können.
Ich muss mein schlechtes Gameplay ja irgendwie ausgleichen. Ne. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es davon bisher 2 Bosse gibt oder so. Es gibt 2 Bosse, 7 Bereiche, irgendwie sowas. So, Moment. Da ist so einiges dabei. Habe ich jetzt? Ich habe kurz meine Maus, war hier kurz sichtbar. Das war nicht gewollt. Ja. Ich liebe diese Kombo. Ich dürfte jetzt nur... Ich müsste nur aufhören, sie zu verraffen die ganze Zeit. Ufa! Bläh. Hallo Celestis. Ja, alles klar bei dir? Ihr könnt mir vielleicht auch mal... Aua, ey! Ihr könnt mir vielleicht auch mal sagen, wie findet ihr denn Dead Cells bisher so? Also ich finde, also es ist eines, weil Roguelikes sind normalerweise sowieso nicht so meine Games. Also, sie machen mir nicht so viel Spaß wie RPGs oder sowas, aber ihr kennt mich ja. Oh! Aber ich finde das bisher echt unterhaltsam. Manchmal muss ich mich noch ein bisschen konzentrieren. So, was mache ich jetzt da unten? Oh Gott, das war keine gute Idee. Horizontal. Oh, Rang 3. Yes. Ich werf direkt die nächste da unten. Oh Gott, es sind so viele. Puh. Ich komme gerade vom Daten. Nice. Habe ich was verpasst? Ja. Ein bisschen was. Aber wir haben mal Dead Cells ausprobiert. Oh mein Gott, sind das viele! Komm, kill die da. Okay. Wie es schon den Haken rausgefahren hat. Jesus! Gott. Ja, diese Viecher haben mich bisher jedes Mal echt gut gefistet. Au! Oh Gott, ihr kommt alle zu mir! Ah. Oh, oh. Spiteful Sword. Oh. Das klingt, als ob es einen großen Nachteil hätte, aber es sieht hübsch aus. Standard macht nichts besonders neu oder gut, meiner Meinung nach. Okay, ich habe Roguelikes nie gespielt, deswegen, das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, ich kann halt nicht sagen so, ja, das ist nichts Neues, weil bei Roguelikes weiß ich halt nicht wirklich, was da neu wäre und was nicht. Ne, deswegen, für mich momentan ist hier quasi alles neu. Shit, ich wollte mich eigentlich durchrollen. Oh Gott, nein, das ist eine schlechte Idee. Kletter! Oh. Ich glaube, der Bereich da unten ist mir ein bisschen zu heftig. Ich gehe lieber mal wieder hier so. Also, ich habe es mir gekauft. Ach, siehst du mal. Dann hat sogar vielleicht etwas gebracht. Das mal vorzustellen. Ach, guck mal, sogar eine Level-Up-Rolle. Gott, bitteschön. Vielleicht lieber doch nochmal ein bisschen Health. Oh, warte, das hat diesmal sogar 80 Lebenspunkte und nicht nur 40 gebracht. Dead Cells ist wirklich gut und unterhaltsam, aber dann immer beim gleichen Mob zu sterben, ist auch sehr frustrierend. Ja, das glaube ich dir. Ich meine, ich bin bisher erst einmal zu dem Boss gekommen, von daher... Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich den Boss geschafft haben sollte... Und dann über diesen einen Boss hinauskomme und weiter als der Boss komme,
dass dann dort eventuell auch andere, noch deutlich härtere Mobs sein werden, die mich dann einfach wegmopsen. Die mopsen mich einfach weg. Aber ja, ich hab auch schon gemerkt, manchmal... Achso, hier war die Tür. Manchmal kann es ganz schön schmerzhaft sein, wenn du unterwegs bist und dir denkst, nein! Ich bin doch gerollt! Das ist so generell ein Problem bei mir. Weil eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Gott. Diese Flugviecher. Die Flugviecher machen mich verrückt, ey. Ich glaube, ich lasse mal meine Turret. Ich meine, ich habe Rang 3 Turret. Hallo? Räum mal auf! Es ist halt wie Dark Souls, nur halt in einem guten Genre. Aber ich habe aus irgendeinem Grund auch damals gehört, dass das quasi so ein bisschen Dark Souls-lastig sein soll. Ich weiß nicht, was die Leute damit gemeint haben, ehrlich gesagt. Von wegen Dark Souls-lastig. So von wegen, dass man auch in einem Kerker ist oder so? Ist das Dark Souls? Mich erinnert es halt vielmehr an die typischen Roguelikes, die man halt so kennt. Und nicht an Dark Souls. Oh, da ist der Boss. Shit. Lass mal, kann ich hier... Uff. Lass mal hier ein bisschen weiter rechts gehen. Oh Gott. Oh Gott, wow. That Shield Bash, though. Ich habe einen Heiltrank. Ich habe relativ viel Leben. Ich würde aber auch gerne gucken, was nach dem Boss kommt. Mittlerweile ist jedes Spiel, was Schwert hat und rollen kann, Dark Souls. Echt so. Es ist schwer, jeder Gegner könnte dich töten, es ist ein RPG, Dark Souls-Vergleiche, verkaufen dein Spiel, suchst dir Ausdauer. Ja, ich weiß schon, warum das gemacht wird. Ich weiß schon, warum das von Firmen gemacht wird. Ich frage mich nur, warum einige Leute auch am Anfang gesagt haben, das ist wie Dark Souls. Vielleicht haben die auch einfach den... Oh Gott, einfach den Schwierigkeitsgrad gemeint? Warum Firmen das machen, weiß ich. Es hat mich verwundert. Das Level geht hier noch so viel weiter. Obwohl ich da schon Black Bridge eigentlich schon gefunden hatte. Hey! Oh Gott! Ich habe hier die falsche Taste gedrückt. Ich muss echt meine Hotkeys wieder umlegen. Oh Gott, nein! Don't do it! Gibt's vielleicht noch einen anderen Zugang zu Black Bridge? Oder ist Black Bridge nur ein Zusatzbereich? Ja, ich habe FTL schon gespielt, ja. FTL war auch gut. Oh mein Gott! Nein! Uff. FTL fand ich ganz gut. Es ist vor allem gut natürlich, wenn du auch Roguelikes magst. Ne? Aber ich bin da eher so der Action, also so Action wie hier Action-Fan. FTL kann auch Action passieren, klar. Aber FTL war doch rundenbasiert, oder? Also Rundenstrategie. Glaube ich. Gott, das Level geht immer weiter. Langsam werde ich echt neugierig, wo ich hier am Ende rauskommen werde. Es kann doch nicht sein, dass das so lange in eine Richtung geht. Hallo? Das kann doch nicht sein. Äh,
Was? Warum hat es nicht gegriffen? Oh Gott, roll dich doch! Ah! Wow. Ich habe Roll gespammt, Rollen, aber... Vielleicht war das mein Fehler, ich hab's gespammt. 38 Cells! Dieses Level ging so lang und es gab kein Ende. Fuck, 38 Cells in die Tonne. Dammit. Hey, aber 1000 Gold fürs nächste Mal. Das sieht ja auch immer schöner aus. Aber das ist trotzdem bitter. Dead again, ey. Und so einen Typen, glaube ich, gibt's auch jedes Mal. Gut. Dead Cells. Finde ich gut. Ich muss nur sagen, ich bin immer so ein bisschen geteilter Meinung, wenn es darum geht, Early Access Games möglichst weit und möglichst viel zu spielen. Weil, bisher war es bei mir so, muss ich sagen, aber nur, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei Early Access Games, wenn ich mal eins gespielt habe und es ein bisschen mehr gespielt hatte als jetzt 2-3 Stunden oder so, eine Weile lang ein Early Access Game gezockt habe und es dann, und dann aufgehört habe zu zocken und es dann irgendwann später raus aus der Early Access gekommen ist, hatte ich keine Motivation mehr, nochmal reinzugucken. Auch wenn dann gesagt wurde, ja, jetzt ist das Spiel aber vollständig. War mir irgendwie nicht so danach, da tatsächlich richtig reinzugucken. Weil, ich weiß nicht, so, da war schon bereits die Luft für mich raus. Auch wenn gesagt wurde, boah, das Spiel hat jetzt mittlerweile 4-5-mal so viele Features, so viel mehr. Hatte ich trotzdem irgendwie selten Lust, tatsächlich nochmal reinzuschalten. In die Early Access Games. Also, nachdem sie dann nicht mehr Early Access waren. Deswegen, glaube ich, fände ich es besser, wenn ich jetzt noch nicht alles hier sehe und mich noch nicht abmühe, alle Bosse und so zu killen. Und wir dann irgendwie entweder, wenn es ganz fertig ist, reingucken oder wenn der nächste größere Patch kommt, dann nochmal so eine kürzere Runde einwerfen. Also, ja. Weil Leute dumm sind. Ja, von wegen, es ist wie Dark Souls. Ja, das stimmt. Weil sie die Beschreibung gelesen haben. Ja, das kann auch sein, ja. Es gibt viele Leute, die einfach nur das erzählen, was sie lesen. Wenn es ein Puzzle-Adventure ist, das man verkacken kann, heißt es gleich Dark ist wie Dark Souls. Echt? Puzzle-Adventure? Wirklich? Das habe ich noch nicht gesehen. Ach, FTL war eher Cooldown-basiert, nicht Rundenbasiert. Ah ja, okay. Okay. Ja, aber, genau. So wie Rykros sagt, zum Beispiel Hands of Fate. Hands of Fate habe ich auch gehabt und ich habe Hands of Fate ganz am Anfang, als es in Early Access reinkam, mal gespielt. Und ich fand es richtig gut. Und habe es dann eine Weile lang gespielt, aber da gab es nicht so viel zu sehen. Und habe es fast durchgespielt. Und dann habe ich es liegen lassen bis lange nach Release. Und dann habe ich Hands of Fate nur nochmal gespielt, weil ich dann, das war kurz nach der Skyrim-Phase, als wir einige andere Games ausprobiert hatten, weil ich mir dort vorgenommen hatte, es nochmal auszuprobieren. Und auch da bin ich nur für eine Stunde nochmal zurückgekehrt. Und habe halt nicht nochmal richtig dran gesessen. Cheese for everyone! Kneter! Kneter! Kneter, danke für